Nachdem der geplante irische Abend leider Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, sprang Hannes Kases prompt mit seiner Band ein, um die Wiener Neudörfer in die Welt des Blues zu entführen. In Wiener Neudorf trat Hannes Kases Blues-Trio auf. Als Ersatzprogramm für den irischen Abend champen die drei Musiker für das Publikum. Wir haben ja vielleicht vor ein paar Tagen erfahren, dass ein Musiker erkrankt ist. Und haben aber gehofft, bis am Schluss, bis gestern noch gehofft, dass er gesund wird. Aber leider nicht gelungen. Aber wir haben schon vor 3-4 Tagen dieses Ersatzprogramm aufgestellt. Und ja, ist halt jetzt kein irischer Abend, es ist ein Blues-Abend, aber die Leute, die alle hier sind, sind ja sehr kulturbegeistert und ich hoffe, es gefällt ihnen dieser Abend auch. Es ist das Trio Hannes Kases. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, dass die so kurzfristig eingesprungen sind. Wir hätten ja den irischen Abend geplant gehabt. Der ist uns leider zum zweiten Mal schon ein Opfer der Pandemie geworden und hätte sehr gut zum St. Patrick's Day gepasst. Aber leider, ein Musiker ist also an Corona erkrankt und daher konnten wir das Programm nicht durchziehen. Das Publikum strömt jetzt schon langsam ein, aber was genau werden die Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer denn heute Abend zu hören bekommen? Heute gibt es einen bunten Mix aus Bluesmusik. Die Bluesmusik teilt sich in verschiedene Sparten auch wieder. Und wir werden eher die Bluesmusik der älteren Jahre spielen, also Country Blues und also nicht sehr rockig. Und das sind dann Titeln aus, ja, von, also manche sind von 1920 bis 1960 oder so, die meisten. Wir haben auch selber Titel geschrieben in diesem Stil. Es wird ein bisschen folkig vielleicht auch. Das dynamische Trio, bestehend aus Hannes Kases, seiner Schwester Christa und Christian Kurz, spielen mit Vorliebe oft sehr spontan interpretierte Bluesmusikstücke, aber auch einige Country-Songs kommen im Repertoire der drei vor. Ich finde, diese Musik bringt mich zur Erde. Also sie erdet mich, sie macht mich glücklich und wir spielen überhaupt super miteinander, wir drei. Wir haben uns gefunden. Genau, und ich bin auch in diese Richtung am Country-Songs und so weiter. Ja. Was halten Sie persönlich denn von dieser Musikrichtung? Also ich persönlich bin ja ein ausgesprochener Jazz- und Blues-Fan. Also für mich, ich will nicht sagen, also ich freue mich überhaupt nicht, dass dieser irische Abend nicht stattfindet, aber ich freue mich sehr auf diesen Abend. Also ich bin wirklich ein passionierter Blues- und Jazz-Fan. Da gibt es so tolle, nette Sachen auch. Und es ist, glaube ich, auch für unsere Generation, die da sitzt, ein Blues, ein sehr bekanntes Gebiet. Ja. Christian hat uns gesucht. Eigentlich, wir spielen jetzt, glaube ich, seit 11 Jahren zusammen. Ja. Also diese Formation, die zwei gibt es natürlich schon länger. Also der Hannes spielt ja schon über 30 Jahre und ich bin eigentlich sehr glücklich. Also durch einen Freund, durch eine andere Bluesband habe ich damals den Hannes kennengelernt. Genau, und dann haben wir einfach mal zusammengespielt und irgendwie hat es halt passt und seitdem machen wir das halt. Ja. Wie ist es denn, wenn man zu dritt auf der Bühne steht, seit so vielen Jahren auch schon? Also ein wunderbares Gefühl, weil wir kennen uns so lange, ist ja meine Schwester, die Christa, und wir kennen uns natürlich jetzt nach der Zeit auch schon sehr lange, wir haben schon viele Kilometer zurückgelegt miteinander und es ist wahnsinnig kuschelig, also ich freue mich schon sehr, wir spielen so, als wären wir zu Hause im Wohnzimmer.